heiße Haris Christopoulos, bin der Chefarzt für die Wirbelsäulenchirurgie im Orthopark. Neurochirurgie hat mich immer fasziniert. Während der Ausbildung kam ich dann auf die Wirbelsäulenerkrankungen, speziell Wirbelsäulenchirurgie. Das Besondere in meiner Fachrichtung ist die Vielfältigkeit. Das ist nicht immer nur ein Bandscheibenvorfall oder eine zu enge Nervenkanal, was die meisten Patienten haben. Das ist sehr viel Erfahrung, die man da braucht, um die Diagnose richtig zu stellen. Man sieht auch nicht jede Krankheit im Kernspintomogramm oder im Röntgenbild. Den Patienten als Ganzes zu begreifen, ist eigentlich meine Devise. Ich gebe den Leuten Zeit. Zeit und mir auch. Zeit zum Reden. Ich will von denen so viel wie möglich wissen. Anschließend gucke ich mir die Bilder an, wenn die welche haben. Danach untersuche ich die Patienten. Gegebenenfalls werden neue Bilder gemacht. Und daraufhin sage ich denen, was ich meine. Mir ist es wichtig, immer ehrlich zu sein. Auch wenn es manchmal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Die wichtigste Rolle spielt Vertrauen in dem Umgang mit Patienten. Der muss mit dem Arzt sprechen, der muss seine Augen sehen, damit er sagt, okay, der darf das machen. Das ist ein Glücksgefühl, die Leute von Schmerzen befreien zu können. Nicht nur für die Patienten, sondern auch für mich. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass es so weitergeht, wie es im Moment läuft, dass wir alle glücklich damit sind und bleiben und natürlich zufriedene Patienten.